Oh, mein Lieben, morgen fangen wir mit der Challenge. Das heißt, wir legen unsere Seele auf den Tisch. Nicht, damit irgendjemand dich werten oder bewerten kann. Das wollen wir nicht. Das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du dich besser kennenlernst, dass du deine Sprache, wie du mit dir redest, wie du mit den anderen redest, was es teilweise vielleicht auch für unmöglich, dass der andere nicht versteht, was du meinst, weil du selbst hier oben schon so einen Film hast. Dazu gibt es ein kleines Beispiel. Wir hatten im Büro eine Klimaanlage wegen den vielen Geräten. Und da war ein Fenster gleich hinter meinem Rücken. Und ich habe dem Mann, der das immer aufgemacht hat, gesagt, bitte mach das zu, es gibt Durchzug und ich habe es genau hier im Genick, ich mag das nicht. Dreimal. Und dann bin ich sowas von wütend geworden, weil ich gedacht habe, du blöder Mensch, du Blöder, warum schnallst du nicht, dass du dieses dämliche Fenster zutun soll, wenn ich hier in dieses Büro reinmarschiere? Kennst du auch solche Momente? Wie wir zu dieser Lösung kommen, dass er dann das auch wirklich gemacht hat, ich mich nicht mehr ärgern musste und er das Fenster zugemacht hat, ohne zu murren und ohne zu denken, die blöde Kuh, die blöde. Darüber wollen wir uns unterhalten. Morgen geht's los. Wenn du dich noch nicht registriert hast, hier unten, Zoom-Link tue ich auch noch reinstellen und er wird immer derselbe sein. Also komm, sei, fühl dich frei, fühl dich herzlichst eingeladen von mir und von allen anderen, die in der Gruppe dabei sind. Also bis dann. Tschüss.